Ja, heute live von der SPÖ-Zentrale, Frau Joy Pamela Rendi-Wagner. Was sofort auffällt, Frau Rendi-Wagner, Sie scheinen leicht ergraut zu sein. Ja, ich bin über Nacht jetzt ergraut. Ich möchte vorher sagen, ich bin die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei und bin auch die Parteivorsitzende und werde es auch immer sein, auch wenn ich verliere in der Stichwahl. Ich hoffe, ich werde gestochen. Dann werde ich weiter die Parteiführende sein. Auch wenn Sie jetzt 10 Bewerber gemeldet haben, bin ja froh, dass es zu keiner Kernspaltung kommt, weil Kern ist nicht dabei, nur der Dosko, der Hans-Peter, der ärgert mich so, dass ich über Nacht grau geworden bin. Mitgestochen, das ist ja ein gutes Stichwort. Es wurde ja vor rund einem Jahr noch sehr viel gestochen. Sie waren ja auch eine Oberstecherin und waren für die Stechpflicht, also die Impfpflicht. War das eine gute Idee? Ja, das war vorweg eine gute Idee, aber wir sind jetzt draufgekommen, dass die alle, der Nehammer Kalle entschuldigt sich bereits und die Micky Kicki hat sich auch schon entschuldigt. Was war denn das? Was ist jetzt so ganz wichtig? Ich möchte mich auch entschuldigen. Ich als Ärztin, ich bin nämlich eine Ärztin, ich habe studiert zu Hause im Homeoffice, in einem Gemeindebau. Im Kinderzimmer, meine Mutter hat mich da hochgezogen und großgezogen. Und was soll ich sagen, alle, die jetzt nicht mehr kriminell sind und sich impfen haben lassen, und die sind jetzt entweder Grün- oder SPÖ-Wähler. Ja, das weiß man ja, dass viele Parteien sich die Wähler gerne importieren. Was sagen Sie denn zum Asylchaos? Naja, ich habe Medizin studiert, ich bin eine ausgebildete Ärztin, nur beim beim Okularsegment, da bin ich leider ausgefallen, da war ich nicht da. Ich sehe nach wie vor keine Flüchtlingskrise in Österreich. Wie schaut es denn mit der SPÖ-Krise aus? Wir haben keine Krise, wir sind für Multigeschlechtsvielfalt. Ja, das ist sehr schlimm, da muss man vielleicht auf Urlaub gehen. Wo gehen Sie denn so auf Urlaub hin? Na, ich gehöre nach St. Tropez. St. Tropez, ich weiß noch nicht, in welchem Bundesland das liegt, aber ich arbeite jetzt, dass ich Parteivorsitzende wäre, weil ich schon nach St. Tropez gehe, ohne Trapez, also mit Trapez und ohne Fangnetz unten. Und ich bin davon überzeugt, wählen Sie mich, bitte wählen Sie mich. Ich bin die SPÖ-Vorsitzende und kein Hans-Peter Doskozil und auch nicht Andreas Hofer, der Andreas aus dem Flüchtlingsdorf aus Dreiskirchen. Wir wollten wohl ganz Österreich ein Flüchtlingsdorf machen. Bitte drum wählen Sie mich. Ja, die Flüchtlinge, die freuen sich ja sicher, wenn so eine sexy Dame wie Sie spazieren geht. Man sieht, Sie sind schon in einer schönen Unterwäsche unterwegs. Ja, das ist mein Negligé. Nein, Entschuldigung, Negligé. Und ich habe da schon einen sehr sexy roten BH und ein rotes Nachthemd. Drunter habe ich einen roten String an mit einem ganz engen Band, damit auch Buttinger, Kolz und alle Konsorten aus Wels keine braunen Flecken mehr sehen. Wollen Sie da vielleicht noch abschließend eine Message an Ihre Wähler oder an Ihre Nichtwähler heute sagen? Wähle mich, die Rendi-Joy. Rendi Wagner, Joy und sei mit dabei. Bitte wählt mich, ich bin so froh, dass ihr mich wählt. Ich bin die Parteivorsitzende, ich bin die Sozialdemokratie, ich bin eine Ärztin, ich habe die Impfpflicht mitgestimmt und ich werde mich weiter impfen lassen gegen Tetanus, gegen Kinderlähmung und alles, was es gibt. Bitte wählen Sie SPÖ und wählen Sie Rendi, wählen Sie mich im roten Negligé. Vielleicht sollte man sich auch nicht nur gegen Kinderlähmung, sondern auch gegen Hirnlähmung impfen lassen. Vielen Dank, Frau Rendi-Wagner. Da wurde ich bereits nach meiner Geburt geimpft.